Stammzellen gelten heute anscheinend als Lösung für jedes Problem. Sie sollen alle Krankheiten heilen, neue Organe oder sogar neue Menschen wachsen lassen. Wie ist das möglich? Ich traute meinen Augen nicht. Ich konnte wieder vollkommen klar sehen. Es war unfassbar. Stammzelltherapie bedeutet, dass ein Eingriff ein für alle Mal durchgeführt wird. Mit so einem Ergebnis hatte ich nicht gerechnet. Es war wirklich erstaunlich. Stammzellen haben unsere Vorstellung vom menschlichen Körper verändert. Der Rummel um Stammzellen hat viele Ängste geweckt. Aber wissen wir wirklich, was sie können? Wie sie entdeckt wurden? Und was sie tatsächlich leisten? Ich glaube, wir sollten zu Beginn klären, was eine Stammzelle eigentlich ist. Eine Stammzelle ist eine Zelle, die sich erneuern kann und außerdem unterschiedliche spezialisierte Zellen bilden kann. Stammzellen sind also Zellen, die uns am Leben erhalten und unser Leben lang arbeiten. Unser Körper besteht aus Zellen, Muskeln, Herz, Haut. Aber die meisten Einzelzellen sind kurzlebig und leben nur ein paar Tage oder Wochen. Die Aufgaben von Stammzellen besteht darin, sich zu teilen und sich zu spezialisieren, um diese unterschiedlichen Gewebe zu bilden. Sie ersetzen alte Zellen, wenn diese absterben. Sie bilden den Stamm, der alle Zellen bildet, die der Körper benötigt. Stammzellen erneuern sich fortwährend selbst. Sie versorgen uns Tag für Tag mit einem ständigen Zustrom neuer Zellen. Stammzellen gab es im menschlichen Körper von Anfang an. Aber entdeckt wurden sie erst vor 50 Jahren. Ihre besondere Eigenschaft besteht darin, dass sie unseren Körper reparieren und alternde Zellen durch neue ersetzen. Dazu müssen wir in die Geschichte wie in die Biologie eintauchen. Eigentlich begann alles am Ende des Zweiten Weltkriegs. On August the 6th, the Americans drop an atomic bomb on Hiroshima. The city is almost totally destroyed. Es waren die Strahlenschäden, die zur Entdeckung von Stammzellen führten. Wissenschaftler und Ärzte standen vor einem Rätsel, warum Menschen, die eine Atomexplosion überlebt hatten, in der Folge krank wurden und starben. The mother had no visible injuries and was nursing her daughter outside of the city when a month later she herself became seriously ill. Bei den unterschiedlichen Strahlendosen ist die erste tödliche Auswirkung immer die auf die Produktion von Blutzellen. At the end of 2 weeks, which was the critical period, burns and cuts, which appeared to be curing, suddenly worsened. Hemorrhage developed, which could not be stopped. Many died, and the number of deaths kept mounting from day to day. It was very quickly learned. Sehr schnell wurde klar, dass sie innerhalb von wenigen Wochen starben, weil die Blutbildung aufgehört hatte. Ohne Blut konnten sie nicht leben. Sie starben an Infektionen oder verbluteten. Daraus entstand ein starkes Interesse an der Frage, wie man den Organismus gegen diese bösartigen Auswirkungen von Strahlung schützen könnte. Weltweit forschten Wissenschaftler, wie sie Strahlenschäden heilen konnten. Sie wussten bereits, dass das Knochenmark an der Bildung von Blutzellen beteiligt war. Also konzentrierten sie sich darauf. Die Knochen enthalten weiches Gewebe, das von Blutgefäßen durchzogen ist. Und zwischen den Blutgefäßen und dem Knochen ist die Fabrik, in der Blutzellen hergestellt werden. Die roten Blutkörperchen leben beim Menschen im Durchschnitt 100 bis 120 Tage.
Aber die anderen Zellen, die weißen Blutkörperchen, leben normalerweise nur einen oder wenige Tage. In jedem Blutstropfen befinden sich Blutkörperchen in großer Zahl. Ihre Menge im ganzen Körper ist also riesig. Und sie müssen jeden Tag ersetzt werden. Deshalb produziert das Knochenmark jeden Tag eine ungeheure Menge von Zellen. Wir müssen jeden Tag 10 Milliarden Blutzellen bilden. Und in jeder Sekunde 2 Millionen neue rote Blutkörperchen. Den Wissenschaftlern stellte sich also die große Frage, wie werden diese Blutzellen gebildet? Die Antwort lieferte ein Experiment, das die Kanadier Till und McCulloch durchführten. Damals, 1961, studierte ich Medizin. Diese Experimente waren ungeheuer aufregend. Sie bereiteten den Boden für die Stammzellenforschung. Eine einzige Zelle, die viele unterschiedliche Zelltypen erzeugen und sich von allein erneuern kann. Bei diesem Experiment wurden unterschiedliche Mengen von Knochenmarkzellen in tödlich verstrahlte Mäuse injiziert. Wobei die Frage einfach lautete, wie viele Zellen muss man einer Maus injizieren, damit sie überlebt? Diese Laborversuche förderten eine Überraschung zutage. Bei der Betrachtung der Milz, einem Organ, das Blut produziert, entdeckten die Wissenschaftler seltsame Beulen. Anstatt einfach darüber hinwegzugehen, beobachteten sie, dass die Zahl dieser Beulen mit der Zahl der injizierten Zellen anwuchs. Und dann untersuchten sie einen Schnitt des Knotens unter dem Mikroskop. Und es folgte das großartigste aller Experimente. In jeder dieser Beulen fanden sich fast alle unterschiedlichen Blutzellentypen. Was sie als nächstes taten, war die Geburt der Stammzellbiologie. Die Wissenschaftler verfolgten jede einzelne der injizierten Zellen. Als sie nach einer Woche die Beulen öffneten, stellten sie fest, dass jede Beule von Töchtern einer einzelnen Ausgangszelle gebildet wurde. Sie hatten damit bewiesen, dass eine einzelne Zelle das bilden kann, was wir eine myeloische Reihe von Erythrozyten nennen. Sie entnahmen diese Zellen aus den Beulen, transplantierten sie wieder zurück und stellten fest, dass sich dadurch noch mehr Beulen bildeten. Diese Zellen konnten sich also selbst erneuern. Damit waren die Stammzellen identifiziert worden. Dies war ein revolutionärer Moment in der Geschichte der Biologie. Diese ersten Erklärungsansätze und die äußerst penible Art, wie sie ihre Laborversuche zur Verifizierung ihrer Annahme angelegt hatten, schufen die Grundlage der Forschungen in der Stammzellbiologie. Sie definierten den Rahmen für die Hypothesenbildung und die Experimente aller folgenden Stammzellbiologen. Einer dieser Biologen war Howard Green, der in Harvard die Haut erforschte. Ihm gelang der Nachweis, dass die Haut denselben Organisationsprinzipien folgt wie das Blut und dass auch in der Haut eine bestimmte Zelle, die Stammzelle, sich selbst erneuern und Millionen spezialisierter Hautzellen bilden kann. Er war der Erste, der Zellen in einem Labor züchtete. Dann erhielt er im Jahr 1981 telefonisch einen Notruf. Ich erhielt einen Anruf von einem Arzt aus dem Shriners Burn Center in Boston. Er berichtete, dass zwei kleine Jungen schreckliche Verbrennungen erlitten hatten. Über 90% der Körperoberfläche waren betroffen. Ihm war klar, dass er bei diesem Ausmaß ihrer Verbrennungen nichts für sie tun konnte. Die Jungen hatten Verbrennungen dritten Grades. Das bedeutete, dass auch die Stammzellen in der Unterhaut zerstört waren. Wie sich herausstellte, sind das die einzigen Zellen, die neue Haut bilden können. Howard Green und seine Studenten entnahmen aus den Achselhöhlen der Kinder winzige Mengen der noch erhaltenen Haut und züchteten die Stammzellen im Labor. Als ich mir die Selby-Brüder ansah, fragte ich mich ernsthaft, was ich da eigentlich tat.
Wahrscheinlich haben sie nie derartige Fälle von Verbrennungen gesehen. Sie sind wirklich grauenhaft. Aber alle packten mit an. Wir mussten immer schon sehr früh am Morgen herkommen, um die Transplantate vorzubereiten. Die Kulturen mussten vorher inokuliert werden. Sie mussten in die Nährflüssigkeit gelegt werden und so weiter. Howard Greens frühere Experimente mit gezüchteten Zellen zahlten sich aus. Es gelang ihm, die Hautzellen der Kinder um ein 10.000-faches zu vermehren. Man kann dieses Stück mit der Zange nehmen, es auf eine Unterlage legen und als Transplantat nutzen. Aber hier versuchten wir es in dieser Größenordnung zum ersten Mal. Irgendwie gelang es uns, nach und nach genug Transplantate herzustellen, sodass beide Kinder vollständig mit Transplantaten bedeckt waren und überlebten. Es dauerte 14 Wochen, bis die Transplantate zusammenwuchsen. An den Kanten der Transplantate wurden Stammzellen angesiedelt, wo sie sich vermehrten, bis die Haut wieder zu einem Stück wurde. Das Leben der Kinder war gerettet. Aber ihre Lebensqualität war stark beeinträchtigt. Wir wissen immer noch nicht, wie wir die Stammzellen dazu bekommen, Haar- oder Schweißdrüsen zu produzieren. Aber wir hatten festgestellt, dass Stammzellen das fundamentale Organisationsprinzip sind und das Gewebe bei Krankheit und Alter erhalten. Jetzt wussten wir, warum wir länger leben als einzelne Zellen. Forschung entwickelt sich weiter, indem die Wissenschaftler ihre Ergebnisse weitergeben, sodass andere sie wiederholen können. Wissenschaftler überprüfen fortwährend die Resultate der anderen. Das geschieht überall auf der Welt, denn die Wissenschaft ist wahrhaft international. Eines der besten Beispiele für den Transfer der Stammzellforschung in eine Klinik findet sich mitten in Indien. In diesem Krankenhaus in Hyderabad wurden mehr als 650 blinde Patienten behandelt, indem aus ihren eigenen Stammzellen neues Hornhautgewebe gezüchtet wurde, so, dass sie wieder sehen können. In Indien lebt die Hälfte aller Blinden auf der Welt. Der Chirurg Virender Sangwan und die Wissenschaftlerin Geeta Vemuganti sind das Team mit der größten Erfahrung in der Behandlung chemischer Verätzungen des Auges mit Hilfe von Stammzelltransplantaten. Die Patienten haben Verätzungen. Sie sind jung und leiden sehr. Denn ansonsten sind sie gesund, nur dass sie blind werden oder fast blind. Die Technik wurde von den italienischen Forschern Graziella Pellegrini und Michele De Luca entwickelt. Beide waren Studenten von Howard Green. Sie hatten gezeigt, dass Greens Technik für die Haut auf das Auge übertragen werden kann. Geeta Vemuganti brauchte ein Jahr, um die wissenschaftlichen Veröffentlichungen in Versuche umzusetzen und verlässlich zu wiederholen. Doch sie war zuversichtlich, dass sie Stammzellen aus der Hornhaut züchten und dem Chirurgen Sangwan für die Behandlung zur Verfügung stellen könnte. Damit wäre zum Beispiel das Augenlicht von Mahesh zu retten, einem 17-jährigen Schüler, der einen Unfall mit Bleichmitteln hatte. Bei dem Unfall verlor ich die Sehkraft beider Augen. Ich konnte nichts mehr allein machen. Und ich fürchtete mich sehr, wenn ich allein war. Eines von Maheshs Augen wurde innerhalb von Wochen im örtlichen Krankenhaus geheilt. Doch es wurde ihm gesagt, auf dem anderen würde er für immer blind sein. Die einzige Hoffnung, die Sehfähigkeit dieses Auges wiederherzustellen, bestand darin, die anstrengende 10-stündige Reise zur Augenklinik nach Hyderabad zu unternehmen. Der Chirurg Virender Sangwan wird Mahesh in einer Biopsie Stammzellen entnehmen, aus denen eine neue Hornhaut wachsen soll.
Bei den ersten zwei oder drei Fällen haben wir einfach nur gestaunt. Tatsächlich hatte ich bei den ersten zwei Fällen Angst, es könnte schiefgehen. Ich fand die Idee gar nicht mehr so gut. Auch der Patient wäre dann entmutigt. Aber das Ergebnis war derart überragend und beeindruckend. Ursprünglich hatten wir eine Genehmigung für 20 Patienten erhalten. Gita meinte, mehr sollten wir nicht behandeln, aber ich sagte, wir können doch nicht einfach aufhören, wir können damit Patienten helfen. Und unser Vorstand beschloss, sie machen weiter und wir werden die nötigen Ressourcen auftreiben. Auch im Ausland hörten Menschen von der neuen Behandlung im LV Prasad Krankenhaus. Jan Roos aus den Niederlanden kam als einer der Ersten. Das war 1995. Ich hatte Chemikalien ins Auge bekommen. Ich beschloss, nach Rotterdam zu gehen. Sie versuchten es mit irgendwelchen Tropfen, aber sie konnten nicht wirklich etwas für mich tun. Deshalb beschloss ich, eine Alternative zu suchen. Sie können jetzt meine beiden Augen sehen, aber mein linkes Auge war komplett weiß. Nach der Operation konnte ich nicht glauben, was ich sah. Ich konnte wieder vollkommen klar sehen. Es war unglaublich. Und so ist es bis heute geblieben. Mahesh hofft ebenfalls, dass die Erblindung auf seinem linken Auge rückgängig gemacht werden kann. Er wird auf die erste der zwei erforderlichen Operationen vorbereitet. Die Stammzellen in Maheshs linkem Auge sind so geschädigt, dass sie die äußere Schicht nicht reparieren können. Seinem anderen Auge wird Gewebe entnommen. Die Stammzellen werden im Labor gezüchtet, bis sie eine Schicht bilden, die die gesamte Oberfläche des geschädigten Auges bedeckt. Beide Operationen werden nur mit örtlicher Betäubung durchgeführt. Ich versuche nun hier, in dem Bereich, in dem wir Stammzellen vermuten, Zellen zu entnehmen. Ich mache also einen kleinen Einschnitt in die äußere Hülle des Augapfels, den wir Konjunktiva nennen, und jetzt seziere ich in den Limbus, den Übergang zur Lederhaut, der Stammzellen enthält. Ich entferne etwa 1 Millimeter der normalen, klaren Hornhaut, um genug Stammzellen zu ernten. Aber ich werde nicht sehr tief gehen, nur etwa 30 bis 40 Mikron tief. Seine Sehfähigkeit wird keinerlei Schaden erleiden. Das wird in 2 bis 3 Monaten komplett abheilen und nach einem Jahr wird man nicht einmal mehr erkennen können, wo ich die Biopsie entnommen habe. Dieser dünne Gewebestreifen kommt in das Medium, wo er in winzige Stückchen zerteilt und dann in eine amniotische Membran gelegt wird. Sie sehen, die Menge des Gewebes ist gering. Und die Leute im Labor müssen sorgfältig damit umgehen. Wir entnehmen Gewebe, das Stammzellen enthält, bringen es ins Labor und zerschneiden es in winzige, ganz winzige Fragmente. Und daraus wachsen die Zellen. Obwohl dieses Stück Augengewebe dem Körper entnommen wurde, bleiben die Zellen darin lebendig. Dieses Gewebe ist die Ausgangsbasis für weiteres Zellwachstum. Wir zerteilen es in sehr viel kleinere Stücke. Damit wird jedes Stück zu einem Zelllieferanten. All die Stückchen werden auf die amniotische Membran gelegt und dann entstehen aus jedem von ihnen Zellen. Ist ein Gewebestück zu groß, brauchen die Zellen länger, um aus dem Gewebe herauszukommen und auf der Membran zu wachsen. Außerdem neigen sie dann dazu, umherzuwandern. Doch wenn die Stücke kleiner sind, haften sie besser an der Membran und beginnen zu wachsen. Mahesh wird nach Hause zurückkehren und warten, bis seine Zellen sich im Labor vervielfacht haben. Inzwischen kommt Sangram, ein anderer Patient, für den nächsten Behandlungsschritt in die Klinik.
Bei ihm soll jetzt die neue Zellschicht, die aus seinen Stammzellen gezüchtet wurde, auf das Auge übertragen werden. Wenn die Operation gelingt, wird sein Augenlicht wiederhergestellt sein. Hier sind so gute Augenärzte, dass ich zuversichtlich bin. Ich glaube, sie werden mir mit Hilfe meiner Stammzellen mein Augenlicht wiedergeben können. Wenn unser Eingriff erfolgreich ist, gewinnt er die Sehfähigkeit nach der zweiten Operation mit fast 100%iger Wahrscheinlichkeit zurück. Weil es seine eigenen Zellen sind, sind keinerlei Immunsuppressiva erforderlich. Das ist personalisierte Medizin. Sangram? Ho gaya bhaiya. Aapko pata laga kuch? Aur bilkul acha ho gaya hai. Nach 6 Monaten war Sangrams Sehfähigkeit vollkommen wiederhergestellt. Maheshs Auge hat sich leider entzündet. Die Transplantation ist missglückt. Virender und Gita versuchen aber weiterhin, seine Sehfähigkeit wiederherzustellen. Die beiden sind ein gutes Beispiel für die Zusammenarbeit einer Wissenschaftlerin mit einem Chirurgen. Viele Grundlagenforscher macht der Transfer in die Klinik nervös. Aber nur wenn wir solche Entdeckungen aus dem Labor in klinische Versuche übertragen, können wir etwas für die Patienten tun. Es ist ungeheuer wichtig, dass alle unsere Stammzellsysteme gut funktionieren, denn eines kann ein anderes nicht ersetzen. Die Stammzellen für die Blutbildung machen nur Blut. Die Stammzellen für die Bildung und Erhaltung von Gehirnzellen produzieren nur Gehirnzellen. Zellen aus der Skelettmuskulatur können nur Skelettmuskeln regenerieren, Stammzellen der Herzmuskeln nur Herzmuskeln. Man kann nicht ein Stammzellsystem durch ein anderes ersetzen. Die spezialisierte Funktion ist eine definierende Eigenschaft adulter Stammzellen. Aber es gibt noch einen anderen Typ von Stammzellen, die embryonalen Stammzellen. Diese kommen vor bei einem Embryo in einem frühen Entwicklungsstadium, wenn er nur aus einer Zusammenballung von etwa 100 Zellen besteht, kleiner als ein Stecknadelkopf. Dieser frühe Embryo wird als Blastozyste bezeichnet. In dieser finden sich ganz besondere Zellen, embryonale Stammzellen. Diese sind deshalb so besonders, weil sie pluripotent sind. Das bedeutet, sie können sich ausdifferenzieren und jede Art von Körperzellen bilden. Sie könnten also zu einem neuen klinischen Instrument werden. Denn aus ihnen lassen sich zum Beispiel Haut-, Muskel- oder Augenzellen gewinnen. Embryonale Stammzellen wurden später entdeckt als adulte Stammzellen, unter recht unterschiedlichen Umständen von verschiedenen Wissenschaftlern. Zu ihrer Entdeckung führte eine ungewöhnliche Krebsart. Bösartige Keimzelltumore oder Teratokarzinome enthalten Zellen jedes Gewebetyps und sie können zu einem monströsen Tumor anwachsen. Erst wenn alles schief geht, erkennen wir, wie der Körper wirklich funktioniert. Aber um das zu verstehen, muss man bereit sein, umzudenken. Im Jahr 1981 erforschten 2 Wissenschaftler, Martin Evans und Gail Martin, Teratokarzinome. Die meisten Krebstumore sind eher eine Art böser Karikatur eines bestimmten Gewebes. Doch diese Teratokarzinome, die nicht nur bei Mäusen, sondern auch beim Menschen vorkommen, enthalten alle möglichen Gewebearten. Beim Menschen findet man in einem Tumor zum Beispiel ganze Zähne. Diese Tumoren sind eine Karikatur eines sich entwickelnden Embryos. Wir hatten die Vorstellung, dass sich in diesen besonderen, seltsamen Tumoren Zellen befinden, die die Fähigkeit haben, sich zu spezialisieren. Nachdem klar war, dass der neue Tumor mit allen Gewebearten von einer einzigen Zelle abstammte, machte Martin Evans eine bahnbrechende Entdeckung. Ich ging deshalb mit einem ganz naiven Ansatz an die Sache ran. Wenn das Tumorzellen sind, kann ich sie in einer Kultur züchten. Hier bot sich die Gelegenheit, in einer Kultur Zellen zu züchten, die sich in jeden anderen Zelltyp der Maus ausdifferenzieren konnten.
Nach einiger Zeit gelang es uns, sie zu dieser großartigen Ausdifferenzierung zu bringen, diese Entwicklung in unterschiedliche Gewebe, in der Kultur, wie auch im Tumor in der Maus. Dies war eine ungeheure Leistung, denn die natürliche Entwicklung von Stammzellen musste in eine andere Richtung gelenkt werden. Martin Evans musste eine Möglichkeit finden, dass die Stammzellen undifferenziert blieben, damit sie sich weiter reproduzierten und Millionen von Stammzellen bildeten. Das war schwierig. Die Zellen wollten sich entwickeln und ausdifferenzieren. Aber er musste das so lange unterbinden, bis er sie dazu anregen konnte, einen neuen Tumor zu bilden, der alle unterschiedlichen Körpergewebe enthielt. Martin Evans hatte erkannt, dass diese Tumorzellen, die sich vervielfältigen und unterschiedliche Gewebe bilden, tatsächlich so gut wie identisch waren mit embryonalen Zellen, aber einfach in der falschen Umgebung wuchsen. Ich war schließlich überzeugt, dass es ganz normale Zellen waren. Das entsprach allerdings nicht der herrschenden Meinung. Denn es waren ja Zellen von einem Tumor. Deshalb waren es der herkömmlichen Vorstellung nach Tumorzellen. Ich hingegen war der Ansicht, dass sie sich eigentlich vollkommen normal entwickelten. Und so lautete die Frage, wenn wir diese Zellen von einem Tumor erhielten, der von einem Embryo stammte, warum konnten wir sie dann nicht von einem Embryo erhalten? Dieser Schritt, den ich zusammen mit Matt Kaufman machen konnte, führte zur Entdeckung embryonaler Stammzellen. Martin Evans hatte etwas Neues entdeckt. Er hatte erkannt, dass Zellen des Teratokarzinoms die normale Entwicklung der frühen embryonalen Entwicklung nachahmen. Er entnahm daraufhin Stammzellen direkt aus den Blastozysten von Mäusen. Und als wir sie in der Kultur züchteten, wussten wir genau, was das für Zellen waren und was wir mit ihnen vorhatten. Wir wollten wissen, ob sie genetisch absolut normal waren. Besaßen sie normale Chromosomen? Ja. Konnten sie sich in der Kultur ausdifferenzieren? Ja. Der spektakulärste Beweis wäre, wenn mit diesen Zellen eine lebendige Maus erzeugt werden könnte. Evans injizierte die unspezialisierte Stammzelle, die er im Labor gezüchtet hatte, in eine Blastozyste. Dann implantierte er die Blastozyste in die Gebärmutter einer Maus. Wenn seine Ahnung richtig war, würde sich die Maus normal entwickeln. Sie würde in jedem Gewebe ihres Körpers Zellen haben, die sich aus den im Labor gezüchteten Stammzellen gebildet hatten, vermischt mit denen aus der Blastozyste. Das wird als Chimäre bezeichnet. Wie normal war diese Maus? Könnte diese Maus sich fortpflanzen, denn das wäre der ultimative Test? Ja. Yes. Die embryonalen Stammzellen waren entdeckt worden. Für seinen Anteil daran erhielt Martin Evans den Nobelpreis. Er hatte seine Forschungen ausschließlich an Mäusen durchgeführt. 1998 erzeugte Jamie Thompson mit derselben Technik die erste menschliche embryonale Stammzelle. Er benutzte dazu Embryonen, die für eine In-vitro-Behandlung unfruchtbarer Paare im Labor hergestellt worden waren. Diese Behandlung war eine weitere wichtige Erfindung der vergangenen 30 Jahre. Wenn Paare bei einer künstlichen Befruchtung die befruchteten Eizellen ausgewählt haben, können sie sich entscheiden, die verbleibenden Embryonen für Forschungszwecke zu spenden. Diese Praxis löste eine ungeheure Kontroverse aus. In Großbritannien wurde entschieden, wenn es akzeptabel sei, Embryonen für die Befruchtung von Menschen im Labor herzustellen, dann sei es auch akzeptabel, einige dieser Embryonen der Forschung zur Verfügung zu stellen, zur Entwicklung neuer medizinischer Therapien. Der Ursprung der embryonalen Stammzellen ist und bleibt ein ethisches Problem. Denn für embryonale Stammzellen brauchen wir diese frühen Embryonen. Das wird in den verschiedenen Ländern unterschiedlich gesehen, was zu unterschiedlicher Rechtsprechung führt. Und auch politisch zog es eine Menge Ärger nach sich. Viele Menschen sind davon überzeugt, hier geht es nicht ums Abwägen, sondern um eindeutig richtig oder eindeutig falsch. Wir werden das durch nichts wieder gut machen können, wenn wir Leben einfach töten. Denn genau das tun wir, wenn wir einen Embryo zerstören, um embryonale Stammzellen zu erhalten. Deshalb müssen wir immer daran festhalten, dass das Recht auf Leben und der Schutz des Lebens ein absoluter Wert ist.
Glauben Sie nicht, dass das Leben von Menschen, die bereits geboren wurden, mindestens ebenso wichtig ist wie das, was Sie für das Leben einer befruchteten Eizelle halten? Sie sollten sich fragen, warum Sie diese Forschung, bei der pluripotente Stammzellen gewonnen werden, sei es aus einer befruchteten Eizelle oder aus Blastozysten, die sich ohnehin schon in den Kliniken befinden, warum Sie diese Forschung für unmoralisch halten, wenn es auf der anderen Seite Krankheiten gibt, die wir nicht behandeln können, die wir aber behandeln könnten. In Großbritannien gibt es eine eindeutige Position. Dort ist diese Forschung unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt. Die ethische Debatte konzentriert sich nun auf den Nutzen dieser Forschung. Wissenschaftler und Ärzte werden von der Hoffnung angespornt, mithilfe embryonaler Stammzellen neue Behandlungsmethoden zu entwickeln. Und diese Hoffnung scheint berechtigt. In London führt Pete Coffey klinische Studien mit embryonalen Stammzellen durch. Das Auge ist als Organ für neue Behandlungen besonders geeignet, denn es ist ein abgeschlossenes System. Zellen aus dem Auge können nicht in den Körper gelangen. Professor Coffeys Ziel ist, die Degeneration der Makula zu heilen. Wenn ihm das gelingt, bedeutet das einen großen Fortschritt in der Medizin. Die Makuladegeneration betrifft jeden vierten über 65 Jahren. Die Menschen beklagen, dass sie nicht mehr lesen können. Sie können manche Buchstaben oder sogar ganze Wörter nicht mehr erkennen, je nachdem, wie weit die Degeneration fortgeschritten ist. Außerdem haben sie eine verzerrte Sicht. Das ist ein sehr eindeutiger Hinweis darauf, dass im Augenhintergrund etwas nicht in Ordnung ist. Wenn wir diese sehr einfachen Gittermuster gezeigt bekommen, sehen die meisten Menschen einfach ein übliches Gitter. Aber fast ein Viertel der Bevölkerung über 65 Jahren sieht es verzerrt. Und das ist ein Anzeichen für den Beginn von altersbedingter Makuladegeneration oder einer anderen Erkrankung des Augenhintergrunds. Die Zahl der Menschen, die an dieser Erkrankung leiden, ist enorm. Allein in Großbritannien gibt es eine 500.000 schwerer Fälle. Die Makula ist eine Zellschicht im Augenhintergrund. Derzeit kann eine Makuladegeneration nur mit einer sehr belastenden Operation behandelt werden. Was Sie hier sehen, ist eine Kolonie von menschlichen embryonalen Stammzellen. Und dieses Material dort kann tatsächlich jeden anderen Zelltyp im Körper nachbilden. Diese Zellen hier werden als Feeder bezeichnet. Sie produzieren die Faktoren, die nötig sind, um die Zellen am Leben zu erhalten. Die Zellen teilen sich unablässig. In dieser ursprünglichen Form kann man sie unendlich wachsen lassen. Wir müssen also nicht immer wieder um gespendete Embryonen bitten. Eine menschliche embryonale Stammzelllinie kann potenziell einer klinischen Population von mehr als 28 Millionen Patienten dienen. Das bedeutet, dass viele Tausende, die an Makuladegeneration leiden, ihre Sehfähigkeit wieder erhalten könnten, ohne langwierige und schwierige Operationen durchmachen zu müssen. Was ich hier unter dem Mikroskop sehe, ist eine Probe lebender Zellen, die in die Augenzellen verwandelt wurden, die wir benötigen. Das sind diese, die wir als pigmentierte Zellen bezeichnen, diese dunklen Zellen. Uns ist es also gelungen, sie in einer Petrischale zu züchten. Und solche Zellen sammeln wir dann, damit sie vom Chirurgen in das Auge eines Patienten implantiert werden können. Dies ist eine Flasche mit menschlichen embryonalen Stammzellen. Diese weißen Blasen sind also eine Kolonie menschlicher embryonaler Stammzellen. Und in diesem besonderen Gefäß, das, wie Sie sehen, nicht größer ist als meine Handfläche, befinden sich ungefähr 10 Millionen Zellen. Um die Makula zu bedecken, brauchen wir ungefähr 60.000 Zellen. In diesem kleinen Gefäß hier hätte man also genug Zellen für etwa 150 bis 200 Patienten. Das ist also der erste Schritt. Neue Organe züchten, erkrankte Körperteile reparieren, Ersatzteile für die Organe, die versagt haben. Jungbrunnen, wir kommen.
Dies ist ein vollkommen neuer Ansatz für die Reparatur des menschlichen Körpers. Wir wissen, dass wir bestimmte Krankheiten bei Menschen heilen könnten, indem wir Zellen transplantieren, wenn wir nur genug von den richtigen Zellen hätten. Wenn wir erst einmal vollkommen verstanden haben, wie wir die Ausdifferenzierung embryonaler Stammzellen kontrollieren können, werden wir den richtigen Typ von Zellen herstellen können und in jeder Menge, die wir benötigen. In der Stammzellenforschung wurde jetzt ein wirklich interessantes Werkzeug entdeckt. Und zwar die Möglichkeit, die normale Biologie umzukehren. Sie hat außerdem den Vorteil, dass wir vielleicht auf menschliche Blastozyten werden verzichten können, um pluripotente Stammzellen zu erzeugen. Shinya Yamanaka ist Arzt und Wissenschaftler. Er wollte einen Weg finden, Patienten mit unheilbaren Verletzungen des Rückenmarks zu helfen. Ich war zu dieser Zeit orthopädischer Chirurg. Deshalb habe ich damals, das war vor 20 Jahren, keine Stammzellenforschung betrieben. Aber ich hatte mehrere schwierige Fälle von Verletzungen des Rückenmarks. Für solche Patienten gibt es keine Behandlung. Deshalb begann ich, mich mit Grundlagenforschung zu beschäftigen. Aus dem Wunsch heraus, seinen Patienten zu helfen, unternahm Shinya Yamanaka einen brillanten Versuch. Er führte ihn über die Grenzen unseres bisherigen Wissens hinaus. Wir wussten bereits, dass jede Körperzelle etwas enthält, das entscheidet, was für eine Art Gewebe diese Zelle bildet, ihre Zellidentität. Das sind die Gene im Zellkern. Der Zellkern in jeder unserer Zellen enthält 23 Chromosomenpaare, die in den langen Strängen der DNA angeordnet sind. Die DNA ist unterteilt in Sektionen oder Gene, die die Zelle steuern, um bestimmte Proteine zu bilden. Und diese Proteine sind es, die den Zellen ihre unterschiedliche Identität verleihen. Alle Zellen im menschlichen Körper enthalten die gleichen Gene. Aber in einer Hautzelle werden nur die Gene aktiviert, die Hautproteine produzieren. Die aktiven Gene liegen immer in den nicht verdeckten Abschnitten der Chromosomen. Alle anderen Gene, die die Leber bilden, das Herz oder eine embryonale Zelle, sind inaktiv. Sie sind fest verpackt und weggeschlossen. Das Bemerkenswerte an Shinya Yamanakas Versuch war die Frage, von der er ausging. Muss eine Zelle in ihrem ausdifferenzierten Zustand verschlossen bleiben? Wäre es möglich, eine bereits spezialisierte Zelle wieder in eine pluripotente Zelle zurückzuverwandeln? Er fragte sich, ob die gleichen Proteine, die für die Pluripotenz in einer embryonalen Stammzelle verantwortlich sind, die spezialisierte Identität einer differenzierten Zelle neu programmieren können. Er begann mit einer Liste von über 100 Möglichkeiten. Noch wusste er nicht, ob sie allein oder in Kombination agieren. Das würde über 1 Million möglicher Variationen bedeuten. Mit Hilfe eines handelsüblichen Computerprogramms konnte Shinya Yamanaka die 24 wahrscheinlichsten Kandidaten ausfindig machen. Der nächste Schritt bestand darin, die Faktoren einzugrenzen. Aus den 24 Faktoren wollten wir die herausfinden, die dazu erforderlich sind. Und wir stellten fest, dass von den 24 Faktoren 4 eine entscheidende Rolle spielten. Shinya Yamanaka nahm 4 Proteine, die in dieser Kombination sonst nur in embryonalen Stammzellen gefunden werden, und pflanzte sie in Hautzellen ein. In einem Prozess, den wir noch nicht vollkommen verstehen, begannen die 4 Proteine, die Chromosomen freizusetzen und embryonale Stammzellgene zu aktivieren. Yamanakas 4 Faktoren interagieren und setzen die Zelle zurück auf Null. Sie unterscheidet sich dann kaum von einer embryonalen Stammzelle, einer ES-Zelle. Dank unserer Technik benötigen wir keine Embryonen mehr. Wir können ES-ähnliche Stammzellen direkt aus Hautzellen erzeugen. Diese neuen Zellen wurden als IPS-Zellen bezeichnet, induzierte pluripotente Stammzellen. Sie sorgten überall auf der Welt für Schlagzeilen und brachten Shinya Yamanaka mehrere internationale Preise ein. Professor Shinya Yamanaka, Kyoto, Japan, die Robert-Koch-Medaille.
Ich fand diese Entdeckung einfach fantastisch. Sie rechtfertigte in gewisser Weise, was wir der amerikanischen Öffentlichkeit gesagt hatten. Nämlich, wenn wir wüssten, dass sich in einer Eizelle oder in einer embryonalen Stammzelllinie Gene befinden, die sich reprogrammieren lassen, dann könnte diese Forschung das, was daran als so anstößig empfunden wird, weniger anstößig machen. Überraschend war, dass er nur 4 Transkriptionsfaktoren brauchte. Schließlich kommt es im Zellkern zu einer enormen Veränderung. Aber diese 4 Faktoren reichen aus, um sie in Gang zu setzen. Das war die große Entdeckung. Nur Shinya Yamanaka konnte sich vorstellen, dass man eine ausdifferenzierte Zelle mit nur einer Handvoll Proteinen neu programmieren könnte. Im Grunde konnte er in diesen Zellen die Uhr zurückdrehen. Er konnte sie wieder in die Ausgangszelle, eine Stammzelle, zurückverwandeln. Und von da aus konnten wir dann mit dieser Zelle jede andere produzieren. Das war eine ungewöhnliche Vorstellung. Shinya Yamanaka hatte bewiesen, dass er bei einer Hautzelle die Zeit erst zurück und sie dann wieder vorstellen konnte, indem eine andere Zelle aus ihr entstand. Meine erste Reaktion war, das ist eine der umwälzendsten wissenschaftlichen Entdeckungen unserer Zeit. Sie hat alles, was ich über Entwicklung gelernt hatte, vollständig auf den Kopf gestellt. Uns wurde zum Beispiel immer beigebracht, Entwicklung sei unumkehrbar. Alles verläuft in eine Richtung. Eine Stammzelle ist eine Zelle, die eine adulte Zelle erzeugt. Sie wird reifen und damit aus und vorbei. Doch in Wirklichkeit stimmt das gar nicht. Also sind unsere Vorstellungen über Entwicklung eindeutig falsch. Sie ist nicht so festgelegt, wie wir dachten. Das bedeutet, wir müssen offener sein für das, was biologisch möglich ist. Der Weg für die Stammzellmedizin ist nun geebnet. iPS-Zellen sind eine vollkommen neue Art von Zellen. Sie bieten bessere Möglichkeiten, Krankheiten zu heilen und können potenziell den Körper regenerieren. Einer der wichtigsten Unterschiede zwischen iPS-Zellen und embryonalen Stammzellen ist, dass iPS-Zellen von individuellen Patienten generiert werden können. Das heißt, wenn wir zum Beispiel Zellen für ein Transplantat aus iPS-Zellen erzeugen, werden sie nicht abgestoßen. Sie werden vom Immunsystem des Patienten nicht als fremd erkannt. Hier sehen wir zum ersten Mal eine Möglichkeit, ausdifferenzierte Zellen, zum Beispiel aus der Haut des Patienten, zu gewinnen und diese Zellen in Hirnzellen zu verwandeln, in insulinproduzierende Zellen oder in Herzzellen, mit denen dann diese individuellen Patienten versorgt werden können, ohne das Risiko einer Abstoßung des Transplantats. Wissenschaftler glauben, dass mit der Erzeugung von iPS-Zellen eine neue Ära begonnen hat. Sie erwarten, dass iPS-Zellen uns neue Instrumente liefern, um kranke und normale Zellen im Labor zu untersuchen. So könnten Medikamente für Krankheiten wie Parkinson an menschlichen Zellen getestet werden. Sie hoffen außerdem auf die Lösung der Frage, warum menschliche Zellen bei degenerativen Krankheiten wie Alzheimer absterben. Da Verständnis und Umgang mit unserer eigenen Biologie sich durch die Stammzellforschung grundlegend verändert haben, stellen sich neue Herausforderungen an die Religion, die Ethik und die Politik. Ich wollte die Verwendung menschlicher Embryonen umgehen.
Ich glaube, das ist uns gelungen. Aber sobald es uns gelungen war, wurde mir bewusst, dass wir damit nur neue ethische Fragen aufgeworfen haben. Yamanaka erkannte, dass iPS-Zellen, weil sie pluripotent sind, auch verwendet werden könnten, um Eizellen und Spermien herzustellen. Das bedeutet, es wäre theoretisch möglich, aus einem kleinen Stück Haut ein neues menschliches Wesen zu erschaffen. In der Theorie ist das denkbar. Deshalb müssen wir diese Art von Forschung wirklich sehr genau im Auge behalten. Shinya Yamanakas Bedenken führen mitten ins Herz eines wissenschaftlichen Problems. Der Versuch, einem ethischen Dilemma, der Zerstörung von Embryonen, zu entgehen, war gelungen. Aber das führte nur zu einem neuen Problem. Aus iPS-Zellen können jetzt, zumindest in der Theorie, menschliche Embryonen erzeugt werden. Sollten wir diese Forschungen abbrechen? Dazu ist es zu spät. Wie Shinya Yamanaka sagt, ist die Herstellung von iPS-Zellen für jeden, der die Grundlagen der Biologie beherrscht, eine einfache Sache. Bisher hat niemand aus iPS-Zellen lebensfähige menschliche Spermien oder Eizellen herstellen können. Unfruchtbaren Paaren könnte damit allerdings geholfen werden. Wir sollten die Forschung, wie aus iPS-Zellen Keimzellen gemacht werden können, nicht unterbinden. Denn diese Forschung könnte Menschen helfen, die an Unfruchtbarkeit leiden. Aber wir müssen gleichzeitig irgendeine Form der Regulierung entwickeln. Das ist eine sehr schwierige Frage. Sie muss unter uns Wissenschaftlern und mit der Öffentlichkeit und den Regierungen diskutiert werden. Die Wissenschaft revidiert fortwährend den Status quo. Weltweit versuchen Länder, sich mit den Fortschritten in der Stammzellforschung zu arrangieren. Eine besondere Herausforderung ist der zunehmende Stammzelltourismus. Patienten reisen den Forschungsergebnissen hinterher in Länder, in denen Behandlungen angeboten werden. Wenn ich jemanden treffen würde, der Probleme mit den Augen hat, würde ich ihm raten, nach Indien zu gehen. Ich habe volles Vertrauen und bin ungeheuer beeindruckt von den ganzen Einrichtungen dort. Jan Roos wählte eine Klinik mit vertrauenswürdigen Behandlungsnachweisen, aber es gibt viele Trittbrettfahrer, die Geld von hilfesuchenden Patienten annehmen und Pseudobehandlungen mit Stammzellen anbieten. Die Patienten müssen sicher sein können, dass die Angebote seriös sind. Dieser Bereich hat sich extrem schnell entwickelt und nicht immer zum Guten. Ich fürchte, da gab es einige Pfuscher, die Experimente mit Menschen gemacht und Menschen dafür ausgebeutet haben. Es ist sehr wichtig, dass nicht zu viele Menschen mit unerprobten und ungeprüften Medikamenten behandelt werden. Aber wenn man mit jemandem zu tun hat, der ansonsten sterben würde, dann sollte man sich weniger streng an Vorschriften halten dürfen. Es lohnt sich, etwas zu tun, wenn es Hoffnung gibt. In der Frage der Vorschriften prallen die Interessen der Wissenschaft und die Notwendigkeit eines gesetzlichen Rahmens aufeinander. Die Öffentlichkeit weiß heute sehr viel besser Bescheid, welche Folgen es haben kann, wenn klinische Forschung nicht kontrolliert wird. Aber Regulierungen sind zweischneidig. Hätte es die gegenwärtigen Vorschriften damals schon gegeben, hätten Wissenschaftler die Knochenmarks- oder Hauttransplantationen nicht entdeckt. Als wir diese klinischen Versuche damals durchführten, mussten wir niemanden um Erlaubnis bitten. Kein Krankenhauskomitee, keine Gesundheitsbehörde. Wir konnten einfach selbst entscheiden. Hätten wir mit diesen Versuchen 10 oder 20 Jahre später begonnen, wären sie ziemlich unmöglich gewesen. Denn man gerät so gründlich in die Mühlen der Bürokratie, dass man niemals wieder herauskommt. Wir müssen ein Gleichgewicht finden zwischen Kontrolle und Ermöglichung von Fortschritt. Wenn diese Behandlungen unausgereift bleiben, werden sie viel Schaden anrichten. Wir wollen aber, dass sie viel Gutes bewirken. Ich glaube, es wird ein sehr langsamer Prozess sein, oder besser, es sollte ein sehr langsamer Prozess sein, bis wir es richtig können. Auf diesem Gebiet wurden ungeheuer schnell Fortschritte erzielt. Heute forschen viele Wissenschaftler an menschlichen iPS-Zellen.
Im vergangenen Jahr wurden schon sehr viel schneller Fortschritte gemacht, als ich erwartet hatte. Die erste menschliche embryonale Stammzelllinie wurde 1998 gewonnen. 10 Jahre bis zum therapeutischen Einsatz. Ich finde, das ist ein phänomenales Tempo. Langsam oder schnell? Aus Sicht der Patienten, die auf eine Behandlung gegen Alzheimer oder Parkinson hoffen, scheint es verzweifelt langsam voranzugehen. Für Wissenschaftler, die auf dem neuesten Stand der Forschung bleiben wollen, scheint es außerordentlich schnell zu gehen. Doch es dauert mindestens 10 Jahre, bis eine Entdeckung im Labor reif ist für klinische Anwendungen. Die Menschen wollen immer wissen, was möglich ist und wann Behandlungen für sie bereitstehen. Darauf gibt es keine klare Antwort. Es hängt von der jeweiligen Krankheit ab, von den wissenschaftlichen Experimenten und den Ergebnissen klinischer Studien. Wohin gehen wir? Ich glaube, dieses ganze Gebiet in Verbindung mit der Entdeckung der iPS-Zellen wird nach und nach zu neuen Denkansätzen führen, zu neuen Ideen, neuen Zielen, selbst bei Krankheiten, die bisher für unheilbar gehalten wurden. Die Grundlagen sind bereits außerordentlich gut erforscht. Viele davon wurden in Tierversuchen bestätigt. Deshalb eröffnen sich uns Möglichkeiten für ganz neue und wunderbare Therapien in der Humanmedizin, die vorher nicht existierten. Was wir züchten, ist nur ein zweidimensionales Zellgebilde. Die Herausforderung aber ist, ein Organ nachzubilden, das heißt ein vollständiges dreidimensionales Gebilde. Der Weg, den wir gehen müssen, führt von Zellen zu Gewebe zu Organen. Wir lernen fast jeden Tag Neues darüber, wie der menschliche Körper beschaffen ist und sich fortwährend selbst erneuert. In der Wissenschaft geht es um Entdeckungen. Per Definition ist eine Entdeckung etwas, das man vorher nicht wusste. Je wichtiger die Entdeckung, desto weniger weiß man vorher, wie man auf sie stößt. Im nebulösen Unbekannten zu suchen und so viel herauszufinden, bis eine Idee Gestalt annehmen kann. Das ist sehr kreativ. Wissenschaft wird von Neugier angetrieben und oft von dem Wunsch, das Leben der Menschen zu verbessern. Wissenschaftler sagen, das ist ein kreativer Prozess. Sicher ist er methodisch und präzise. Und die Wissenschaft verändert den Status quo. Die Entdeckung der Stammzellen hat unsere vorgefassten Ideen von dem, was natürlich ist, berührt. Denn jetzt können Zellen außerhalb des Körpers gezüchtet werden. In Zukunft können wir vielleicht Stammzellen im Körper mobilisieren, um erkrankte oder verletzte Zellen zu regenerieren. Vielleicht können wir sogar das Altern aufhalten.